singe ich "Ich kann nicht anders", heißt es für mehr als 2.500 Sängerinnen und Sänger bei der Generalprobe zum Pop-Oratorium Luther in Hannover. Es sind so viele Menschen, die zur Ehre Gottes singen. Das finde ich ganz große Klasse. Also bei mir ist die Gänsehaut, also wenn man das alles so zusammen erlebt. Gänsehaut, das ist für mich ein tolles Gefühl, mit meiner Tochter wieder was gemeinsam zu machen. Sehr überwältigend. Bin erstaunt, wie gut das funktioniert. Monatelang haben sich die Sänger in vielen kleinen Chorproben in den örtlichen Kirchengemeinden auf das Event vorbereitet. Und das zu machen mit 3.000 Leuten, dass man auch noch den Text versteht, das ist schon eine Herausforderung, die Michael Kunze und mir schon bewusst ist. Ja, also es ist der Wahnsinn, einfach mit so vielen Leuten zu singen, da mittendrin zu stehen. Für uns auch diese gewaltigen Männerstimmen, weil wir sonst ein reiner Frauenchor sind. Das nimmt dich auf jeden Fall emotional total mit. Die Lautstärke, das Gefühl an sich, man hat ein Gemeinschaftsgefühl. Weswegen deutschlandweit auch mehr als 20.000 Sängerinnen und Sänger mit dabei sind. Los geht's am Samstag und Sonntag in der TUI Arena in Hannover. Das müssen die Leute sich merken.